Es geht nun weiter. Ich möchte nun vom Nachbarhotel die farberleuchteten Kuppeln präsentieren. Denn dies ist ein sehr romantischer Eindruck am Abend. Diese Kuppeln von Hotel Imperial leuchten am Abend in vier verschiedenen Farben. Zurzeit ist es lila, es wird mit Sicherheit gleich gelb oder grün oder blau. Wir warten mal kurz. Dauert ungefähr immer so circa eine Minute, dann kommt eine andere Farbe und die Farben sind wunderschön. Jetzt ist es rot, jetzt orange. Orange mit Gelb, mit fantastischer Aussicht zum Pool und jetzt wird es grün. Türkis wird es glaube ich auch noch, warten wir mal ab. Jetzt Türkis. Im Hintergrund lilafarbene Kuppeln. Ebenfalls sehr romantisch. Und am gesamten Poolbereich bis hin zum Meer werden abends Animationen und Veranstaltungen durchgeführt. Jetzt wird es blau. Blau-lila. Also in circa sechs Farben leuchtet Hotel Imperial am Abend. Ich gehe nun wieder rein. Meine Führung geht nun wieder in den Innenbereich des Restaurants. Guten Abend. Ich wollte mir doch mal ein Stück Torte nehmen. Das werde ich doch jetzt gleich tun. Also suche ich mir einen Teller. Ein Stück von der Mexiko-Torte gönne ich mir doch jetzt. Ja. Oh. Die wird mit Sicherheit sehr, sehr lecker schmecken. Ich werde mir nun noch das Besteck organisieren. Sehr lieb, ja, und man braucht kaum etwas zu tun, nur sich das Essen nehmen. Okay, ich probiere jetzt mal an der Torte. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Diesem verdammt tollen Essen, ja, und diesen schmackhaften, delikaten Desserts am Abend und auch am Mittag. Es geht ja mit dem Frühstück schon los, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht 2 bis 4 Kilo mal zunimmt im Urlaub. Aber das kann man ja dann im Nachhinein wieder in Diät umsetzen. Tschüss.
Auch diese nette, charmante Dame steht oftmals am Eingang. Ich esse mein Stück Kuchen noch schnell auf, weil die Teller muss man hier im Speisesaal lassen. Einen Moment bitte. So, meine Führung geht nun weiter an die Bar und da werde ich mir einen Cocktail gönnen. Es gibt verschiedene Arten von Cocktails, ich werde dies gleich mit der Karte herausfinden. Kann ich bitte die Cocktailkarte mal haben? Ja. Dankeschön. Ja, und diese nette, charmante Dame hat mir nun die Cocktailkarte präsentiert, die ich Ihnen einmal gerne vorführen möchte. Wein, Champagner, Cocktails oder man kann auch Cocktails ohne Alkohol haben, Non-Alkoholik-Cocktails, Klassik-Cocktails, Exotik- und Passion-Cocktails. Und ich gehe von aus, dass ich mir ein Exotik- und Passion-Cocktails jetzt aussuchen werde. Ich denke mir, ja, was passt zum Urlaub? Sex on the Beach. Habe ich mit Sicherheit eine gute Wahl getroffen, nicht wahr? Okay. Ich hätte gern ein Sex on the Beach. Okay. Okay, was ist kaum? Ich werde dann auch mal an der Bar Platz nehmen. Oder suche mir doch netterweise einen Clubsesselbereich aus. Hier ist doch auch ganz bequem. Ich nehme also nun mal Platz. Sex on the beach? Yep. And one racke? What? One racke, please, yes. Thank you very much. Ja, danke, danke, danke. Danke. So, hervorragend. Mein Cocktail wird mir serviert. Also hier. Thank you. Dankeschön. Thank you. Hier mein Cocktail. Sex on the Beach. Ich probiere. Sehr, sehr lecker. Also dann, mein Videofilmer hat sich wieder Raki bestellt und nun sage ich Prost. Schmeckt fantastisch. Nun ruhe ich mich erstmal etwas aus und beende die Führung.